Es gibt Talkrunden, Late-Night-Shows, Boulevardmagazine und Interviews. Doch wir schätzen einfach ein gutes Gespräch. Aus dem Herzen der Medienstadt Köln. Hier ist Zwei sind einer zu wenig. Und hier sind eure Gastgeber Ansgar Heitzig und Matze Tegetmeier. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Zwei sind einer zu wenig. Wir verbringen heute Zeit mit Dr. Clive Curran. Hallo Clive, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Hallo. Wir starten mit einem kleinen Steckbrief. Du bist Jahrgang 1978. Du hast zwei Pässe, sprechen wir gleich noch drüber. Du bist geboren in Hagen und später vor allem in Münster aufgewachsen. Du hast für Greenpeace gearbeitet, auch international. Du hast Biotechnologie studiert. Du hast eine Doktorarbeit zum Thema The Anticipation of Converging Industries geschrieben. Und wie bei Filmtiteln ist auch hier der deutsche Titel deutlich länger. Die Früherkennung konvergierender Industrien am Beispiel von funktionellen Lebensmitteln an der Schnittstelle Pharma und Lebensmittel. Über das Thema Patente bist du zu Fresenius gekommen, wo du bis heute arbeitest. Du bist verheiratet und hast zwei Kinder. Stimmt das überhaupt alles? Das stimmt, ja. Wunderbar. Wie immer haben wir auch dieses Mal wieder Hafners Recherche an Bord. Und der schaut ja immer so ein bisschen, was wir so an abseitigen Fakten vielleicht noch inspiriert durch dich finden können. Hier ist Hafners Recherche. Schönen guten Tag zu Professor Dr. Hafners Recherche der abseitigen Fakten und Sachverhalte in zwei Minuten. Eigentlich ist das ja eine zu wenig. Was fällt mir also zu unserem heutigen Gast Dr. Clive Stephen Curran ein? Erstens, er ist Ire. Irre. An sich durchaus etwas Gutes, denn Iren sind menschlich. Geboren und aufgewachsen ist er aber in Hagen. Zu Hagen findet Wikipedia, die freie Enzyklopädie, Folgendes. Hagen, Begriffsklärung. Hagen ist der Name von geografischen Orten, von Personen und von sonstigen Gegebenheiten. Hagen ist ein häufiger Bestandteil von Ortsnamen, im Sinne von eingehegter Siedlung, einem sogenannten Haag. Hagen heißen folgende geografische Objekte. Landkreis Hagen, das ist ein ehemaliger Landkreis in Nordrhein-Westfalen, aber auch eine ganze Fülle von Gemeinden, nämlich Hagen, eine kreisfreie Großstadt im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, Hagen-Holstein, Gemeinde in Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Hagen-Moselle, Gemeinde im französischen Departement Moselle, Lothringen, Frankreich. Hagen am Teutoburger Wald, Gemeinde im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen, Hagen im Bremischen, Gemeinde im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen und Mount Hagen, eine Stadt in Papua-Neuguinea. Außerdem ist Hagen dieser sensationelle Typ, der in der Nibelungensaga den Helden Siegfried zuerst mit List und da ist sich Wikipedia ganz sicher, dann mit Tücke meuchelnderweise umgehauen hat. Heute würden wir den wohl Terrorhagen nennen. Naja, wenn das von einem bleibt. Clive gibt übrigens an, keine wirklichen Hobbys zu haben. Geht mir auch so. Ich sage dann immer auf die entsprechende Nachfrage, Weltherrschaft und Lesen. Das mit der Weltherrschaft hatten wir ja mit Terrorhagen schon. Widmen wir uns also dem Lesen. 1978, im Geburtsjahr unseres heutigen Gastes, veröffentlichte Martin Walser seine Novelle Ein fliehendes Pferd, in der es um einen Segeltörn geht. Hätte Walser da nicht eine bessere Strategie gehabt können? Apropos Strategie. Heute plant Clive die globale Strategie der Zentrumsdialyse. Was ist das? Naja, wenn die Nieren eines Menschen nicht mehr funktionieren, dann kann man durch Dialyse das Blut von Schadstoffen reinigen. Das rettet enorm vielen Menschen weltweit das Leben. Ich selber bin ihm knapp entkommen, vor fast 16 Jahren durch eine Transplantation. Aber es ist toll, dass die Forschung hier so schön weiterhilft. Und das waren sie auch schon, meine drei Minuten. Denn zwei sind eine zu wenig. Es gibt ganz schön viele Hagen. War mir auch nicht klar. Ja, haben wir alle was gelernt. Ist das, wir sind ja auch eine Kultursendung hier, du hast gesagt, du bist da geboren, aber später mehr in Münster auf. Wie alt warst du, als du weg bist aus Hagen? Vier. Vier? Dann hast du wahrscheinlich nicht mehr riesen Bezug zu Hagen. Zieht nicht. Mein Patenonkel wohnt heute noch in Hagen.
Das ist aber auch wichtig. Aber zu Münster kommen wir später noch. Wichtiges anderes Thema. Du hast dich in der Vorbesprechung als europäisches Mischwesen bezeichnet. Was heißt das? Das heißt für mich, dass ich zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und auch zur Schule gegangen bin, was einem in Deutschland dann den schönen Titel Bildungsinländer einbringt und die Einbürgerung später einfacher macht. Bin aber als Ire geboren, weil wie das in Deutschland so ist, das, was die Eltern sind, das ist man automatisch als Kind auch erstmal. Und meine Familie hat aber im sehr bunten Hintergrund. Also mein leiblicher Großvater war eigentlich Österreicher, ist vor den Nazis geflohen nach England, nach Engländer geworden, hat meine deutsche Oma kennengelernt, geheiratet und eben dann ist meine Mutter zur Welt gekommen. Und insofern habe ich für mich irgendwann festgestellt, gerade je mehr ich unterwegs war in der Welt, dass ich sicherlich Präferenzen habe, auch innerhalb von Europa, aber im Herzen halt wirklich Europäer bin. Und das mir wichtiger ist als die Frage, welches Land jetzt oder wo genau. Ich habe im Steckbrief gesagt, du hast zwei Pässe, das heißt per Geburt hast du erstmal einen irischen Pass bekommen und dann? Und dann habe ich vor 10 Jahren, als ich nach Friedberg umgezogen bin, um bei Fresenius anzufangen, festgestellt, dass in Hessen man 3 Monate dort sein muss, um wählen zu dürfen bei der Europawahl. Das ist ja die einzige Europa- und Kommunalwahl, bei der man als Europäer eben auch in Deutschland teilnehmen darf. Und dann ist mir aufgefallen, dass mich das so gestört hat, dass wir halt erst 2,5 Monate zu dem Zeitpunkt da gewohnt haben und dass ich nicht wählen durfte, dass ich gesagt habe, ja, aber Bundestagswahl, Landtagswahl darf ich auch nicht, weil ich halt keinen deutschen Pass habe und habe gesagt, okay, habe dann wirklich sehr spontan, nachdem ich festgestellt habe, dass es mittlerweile ging, die deutsche Staatsbürgerschaft halt als zweites auch mit angenommen. Wie sehr fühlst du dich als Ire? 150%. Ich glaube, das ist bei Iren wie immer, also gerade obwohl ja viele nun mittlerweile halt nicht mehr in Irland geboren werden oder aufgewachsen, die heute die irische Staatsbürgerschaft haben, das ist hopp oder top. Also entweder gibt es nicht ein bisschen oder bist kein Richtiger oder so. Das gibt es, glaube ich, nicht. Und bist du auch viel da? Ich versuche regelmäßig da zu sein. In der Tat hat das erst relativ spät angefangen, weil es meinem Vater sehr schwer gefallen ist, wieder nach Irland zu gehen, weil er halt immer, ja, wie das glaube ich vielen so geht, eigentlich zurück wollte. Ja, im Moment natürlich schwierig. Welcher 18-Jährige hat denn die Idee, ein Praktikum im Knast zu machen? Gangster-Rap ist unsere Vermutung. Ist unsere Vermutung. Gangster-Rap-Fans. Nee, ich war eher so auf der Metal-Schiene unterwegs. Mhm. Ich fand das, also zum einen natürlich durch Greenpeace gibt es da eine gewisse Nähe. Okay. Also die hat sich dann später noch intensiviert. Und ich fand einfach so, man sagt so im Alltagssituationen so dauernd, ach, der muss halt in den Knast oder die muss in den Knast und das muss und wegsperren. Und wer von uns kann sich das wirklich vorstellen? Und wir hatten einen Bekannten, der Justizvollzugsbeamter ist, glaube ich, der korrekte Begriff, war und im Gefängnis gearbeitet, der ein paar heftige Geschichten erzählt. Und da habe ich mir gedacht, das gehört eigentlich für mich zur staatsbürgerlichen Kunde dazu. Mhm. Hat dann bislang noch nicht geklappt, aber kann ja noch werden. Wir können dir vielleicht was vermitteln, wenn du möchtest. Ja, super, gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Statt dem Knastpraktikum gab es ja da ein Greenpeace. Wie kam das zustande? Ich habe mit 14 angefangen, mich ehrenamtlich bei Greenpeace zu engagieren. Und da ich ja eben zu dem Zeitpunkt, als ich 18 wurde, nur Ire war, brauchte ich keinen Zivildienst oder Bundeswehrdienst zu machen. Und habe gesagt, okay, wenn ich das Jahr gewinne, im Vergleich jetzt zu meinen Altersgenossen, dann möchte ich in den Sachen eben zwei Dinge machen. Das vorbenannte Knastpraktikum und ein Praktikum bei Greenpeace, weil ich halt die ehrenamtliche Schiene gut kannte und ich wollte gerne halt mal so die hauptamtliche Schiene auch kennenlernen. Erzähl mal, was hast du da konkret gemacht? Ich habe angefangen eigentlich mit einem 3-monatigen Praktikum in der Urwald-Kampagne. Ich hatte jahrelang vorher zum Thema Atomenergie und dem Wunsch, aus der Atomenergie auszusteigen, gearbeitet und habe dann aber gesagt, ich will jetzt mal so ein klassisches Greenpeace-emotionales Thema und habe mich dann für die Urwald-Kampagne entschieden und bin da hingegangen und bin dann eben auch mit denen zusammen nach Kanada und USA gegangen, habe alles gemacht von Flugblättern, Design, Übersetzungen machen, Recherchen auf irgendwelchen Firmengeländen, bis hin halt auch zu den klassischen Aktionen, die man von Greenpeace so kennt. Da würden wir gerne mehr wissen. Erzähl mal was von den klassischen Aktionen. Ja, das ist ja das Spannende. Man sieht so, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie in anderen Bereichen auch. Man sieht, also die Öffentlichkeit sozusagen kennt ja dann nur den Moment, wo dann halt die Greenpeace-Aktivisten vielleicht sich irgendwo angekettet haben, ganz klassisch, oder im Schlauchboot sitzen und so weiter. Greenpeace-Aktionen sind gekennzeichnet zu 99,9% durch Langeweile und Warten. Weil wie üblich das so ist, das, was vorher passiert und das, was hinterher passiert, ein bisschen wie hier, sieht man halt normalerweise nicht. Und deswegen habe ich alle möglichen Erlebnisse von den Niagara-Fällen bis zur UNO. Mit das Spannendste, gerade im Hinblick auf meinen späteres beruflichen Werdegang, war das Zumauern des Europäischen Patentamtes
in München. Ich fand das tatsächlich zu Mauern. Ja, mit Ytongstein, so, also, weiß nicht, ob das Werbung hier, also mit hohen Betonsteinen. Okay. Ja, ganz klassisch, also wirklich eine Mauer gebaut. Ging damals um die Fragen halt zu Patenten auf eben auch potenziell auf Menschen zu interpretierende Teile und ja. Damals haben wir es halt deutlich positioniert. Ja. Wie ist da sowas organisiert? Gibt es eine Rechtsberatung hier, wenn ihr euch da ankettet und werdet mitgenommen, wir vertreten euch dann? Oder wie funktioniert sowas? Also es ist so, dass das ganz, ganz wichtig ist und das gilt auch global, dass das halt wirklich jeder für sich selbst entscheidet. Also es gibt auch, wenn man jetzt als Mitarbeiter bei Greenpeace ist, dann kann man an Aktionen teilnehmen. Aber man muss eben nicht, keiner wird irgendwie zu irgendwas gezwungen. Es ist auch vorher klar, was auf einen so ungefähr zukommt, wobei eben auch jedem klar ist. Und deswegen ist das auch was, was ich ja, ja also selbst gerne machen wollte, aber auch bei anderen immer bewundert habe vorher, weil es natürlich unter hohem persönlichen Risiko passiert. Also Greenpeace achtet immer sehr darauf, dass niemand gefährdet wird. Vor allen Dingen natürlich niemand, der nicht bei Greenpeace ist, aber auch die Aktivisten nicht. Aber juristisch gesehen kann einem da halt keiner eine Garantie geben. Und je nachdem, wo man ist, gehen jetzt auch vielleicht Sicherheitsbehörden oder Werkschutz oder so nicht unbedingt zimperlich mit einem. Jetzt gab es ja eines Tages bei dir eine spannende Synthese aus der Idee des Knastpraktikums und der Greenpeace-Aktivität. Ja, also genau genommen war es ja Gewahrsam. Also insofern so viel richtig stellen. Das war in der Tat auch meine letzte Aktion. Und ganz klassisch Castor-Transport nach Biblis und hat mich ganz klassisch an den Gleisen festgekettet. Und als die Polizei dann gekommen ist und dann irgendwann uns da losgeeist hatte, bin ich dann halt mitgenommen worden. Das war sehr spannend, weil ich hatte eine Wette laufen mit einer Freundin von mir, die, weil ich so sagte, ich habe jetzt an 50, 60 Aktionen teilgenommen. Es ist noch nicht mal jemals meine Personalien aufgenommen worden. Irgendwie komme ich, also irgendwie flutsche ich da immer durch. Und sie so, Und in der Tat war es dann so, ich bin mitgenommen worden und habe erst ganz klassisch in diesem, nachdem sie sich lange diskutiert haben, ob sie mich jetzt mitnehmen oder nicht und mich immer wieder zurück und ich so, ja, jetzt doch nicht, bin ich dann klassisch hinten in diesem Polizeitransporter gelandet und hast du da angekettet? Nee, leider konnte man sich, das war interessant, weil ich habe Polizistinnen und Polizisten dann gewarnt, ich sagte, hier, ich bin vielleicht reiseübel, hier hinten jetzt sitzen, so seitlich und hin und her rutschen, weil es gab nichts, woran man sich festhalten konnte und es ging dann so ziemlich über Feldwege und so. Dann haben die gesagt, Herr Dr. Körren, da haben wir Verständnis. Der ist noch kein Doktor. Herr Körren, da haben wir Verständnis für. Gehen Sie bitte. Nee, und dann bin ich halt in der Tat ganz klassisch mit allen, mit Fingerabdrücken, Fotos und so weiter und habe dann halt auch eine Nacht in der Zelle. Das ist ja auch eine ernste Sache. Wir lachen jetzt drüber und die eine Seite ist Aktivismus. Wenn wir jetzt jemanden von der Polizeigewerkschaft hier hätten, dann sieht der die andere Seite und findet das nicht nur lustig, ist auch klar. Ne? Würdest du das heute wieder machen oder ist das was für junge Leute? Nee, würde ich heute definitiv auch wieder machen. Ist eine Überzeugungsfrage, hat auch mit Alter nichts zu tun, ist auch bei Greenpeace ist das so. Das ist halt ein Vehikel, man kann jetzt darüber diskutieren, aber das ist natürlich ein Vehikel, geht ja zurück auf die Grundphilosophie von Greenpeace und ich finde, wenn ich wirklich an was glaube, dann muss ich mich dafür auch einsetzen. Das gilt im Kleinen wie im Großen und auch bereit sein, dafür eben auch vielleicht Dinge in Kauf nehmen zu können. Und ich muss sagen, der Polizist, der mich dann dort aufgenommen hat, war Greenpeace-Förderer, geht uns öfter so. Also grundsätzlich gibt es auch eigentlich ein gutes Verhältnis, weil ich sage, ich habe das damals schon so gesagt, ich sehe das professionell. Ich verstehe das, die Polizei sucht sich das nicht aus, die kommen dahin, zum Teil auch unter unschönen Bedingungen, dann gerade bei Castor-Transporten tagelang in irgendwelchen Kasernen und die machen halt das, wofür wir sie auch brauchen als Gesellschaft. Und mein Job in Anführungsstrichen in dem Moment als Greenpeace-Aktivist ist aber dafür zu sorgen, dass es möglichst schwierig wird, weil wir ja was sagen wollen. Das ist der Gegenpol, ne? Genau. Ja. Wir haben eine erste Zuschauerfrage, die in diese Zeit fällt für dich, von Peter. Hey Clive, hallo. Erinnerst du dich? Münster? Wir kennen uns. Also, vielleicht. Zumindest haben wir beide in den Nullerjahren dort studiert. Hilf mir, wo könnte ich dich getroffen haben? In der Distille, im blauen Haus, im gelben Haus oder im Bullenkopf? Was hast du abseits der Uni getrieben in Münster? Eher wahrscheinlich in der Gorilla-Bar. Klar, ich meine, Münster, Riesenstudentenstadt, 45.000 Studenten ungefähr, glaube ich, damals schon. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, was wir uns jetzt getroffen haben, Peter. Für mich, ich war in der Zeit immer noch sehr aktiv bei Greenpeace, habe mir mein Studium selbst finanziert, habe auch wirklich viel gearbeitet. Das war auch ganz spannend, weil man festgestellt hat, wie schwierig das so ist, in Deutschland für den akademischen Apparat zu verstehen, dass halt Studierende halt jetzt nicht nur fürs Studium da sind.
Du hast Biotechnologie studiert und das Thema rutschte ja so ein bisschen zwischen Börsenhype und, sagen wir mal, Teufelszeug, ja, auf der anderen Seite. Wir kommen später im Gespräch auch noch dahin, wo du es heute siehst, aber das war ja dann doch trotzdem eine spannende Entscheidung zu sagen, okay, ich studiere jetzt Biotechnologie, weil ja die Szene, in der du dich bewegt hast, sagen wir mal Greenpeace, ja das doch eher auf der Seite des Teufelszeugs verortet hatte, oder? Das würde ich so nicht unbedingt sagen, aber ja, klar, also Greenpeace hat das damals schon, auch Greenpeace-Anhänger und so, viel sehr kritisch gesehen. Vor allen Dingen natürlich, also wurde damals schon unterschieden zwischen der sogenannten grünen Gentechnik und halt der Biotechnologie, wie man sie jetzt aus Pharma und so kennt. Das hat natürlich auch Greenpeace unterschieden. Aber das war für mich auch genau so, bin ich da hingekommen. Ich bin angesprochen worden, wollte mich eigentlich für was anderes einschreiben, hatte so überlegt, was mache ich, breit interessiert. Mhm. Und dann in der Studienberatung, ich hätte es nicht für möglich gehalten, sagte die Mitarbeiterin, ja, also es gäbe dann einen neuen Studiengang, das allererste Jahr, und dann würde ein ganz neu anfangen. Mhm. Das wäre doch was für mich, so mit meinem Hintergrund jetzt von der Schule her und so, Biotechnologie. Und dann habe ich erstmal herzlich gelacht und gesagt, also genau aus dem Grund, ganz sicher nicht. Und dann habe ich halt nochmal drüber nachgedacht und mir gedacht, naja, will ich denn eigentlich, dass nur Leute jetzt sowas studieren, die sagen, jo, was geht, egal, ne, wir machen's. Guter Punkt. Oder will ich halt auch, dass jemand studiert, der vielleicht sagt, ich gucke da grundsätzlich kritisch drauf, aber es ist ein spannendes Feld und ich will eben auch dazu was zu sagen haben. Spannend. Warst ja sehr abgewogen unterwegs damals schon, ne? Manchmal. Ja, doch schon, finde ich. Wir haben eine Zuschauerfrage, die da ganz gut zupasst und die gucken wir uns jetzt an. Uwe. Hallo Clive, ich habe eine ganz andere Frage. Du bist ja jetzt vom Jedi-Ritter auf die dunkle Seite der Macht gegangen, in die Pharma-Medizinbranche. Und da wollte ich dich fragen, wie das eigentlich war damals in München nach der Aktion, als du im Knast warst. Wie hast du damals schon dann überlegt, nee, ich mach lieber einen normalen Job und das bringt alles nichts? Oder wie hat sich das da so entwickelt bei dir? Das würde mich interessieren. Also, ja, bin gespannt auf die Antwort. Tschüss. Ja, also in der Tat war ich nicht in München im Arrest, sondern in Hessen. Ich hab mich natürlich genau diese Frage gestellt. Ist das die dunkle Seite der Macht? Und für mich gibt es klar ein paar Branchen und auch Firmen, zu denen ich auf keinen Fall gegangen wäre. Aber gerade, und das ist ja auch so dann der Punkt wieder zu der Biotechnologie, gerade Pharma und Medizintechnik und Firmen in dem Bereich, für mich ist das nicht die dunkle Seite der Macht. Und das ist halt, war der entscheidende Punkt zu sagen, okay, ich will gucken, kann ich dort aktiv werden, auch in einem Großkonzern, ohne meine Überzeugungen, die ich natürlich habe, zu verraten. Wir gehen in eine ganz kurze Pause. Bleibt dran, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, liked das Video und wir sind sofort zurück. Bis gleich. So machen wir das. Erfrischend neu. Barsteiner Brewers Gold. Mild, naturtrüb, bernsteinfarben. Einfach lecker. Jetzt probieren. Hier sind wir wieder, immer noch bei zwei sind einer zu wenig und immer noch mit Clive. Wir gehen in das Thema Netzwerke und Leben heute, sage ich mal. Du warst ja einer der ersten Biotechnologiestudenten und wir haben eben schon so ein bisschen reingehorcht. Es war ein umstrittenes Thema. Würdest du sagen, dass es heute etabliert ist? Es ist in einem Bereich etabliert, würde ich sagen. Also grundsätzlich die industrielle Anwendung, die sich damals so auch entwickelt hat, und auch die Pharma-Anwendung, würde ich sagen, sind etabliert und, glaube ich, auch allgemein akzeptiert. Und ich meine, wir haben aktuell die mRNA-Impfstoffe und da wir jetzt ja alle auch Impfstoffexperten sind, da sieht man, wie wichtig die Biotechnologie ist. Ich glaube, die grüne Biotechnologie hat wahrscheinlich, also weiß nicht, ob sie, ja, kämpft eigentlich auch gar nicht mehr, glaube ich. Die hat meiner Meinung nach und meiner Meinung nach persönlich auch berechtigt den Kampf verloren. Mhm. Also es gibt natürlich immer noch Bereiche und so, aber in Ländern wie Deutschland zumindest ist halt in der Tat, gibt es da keine Mehrheitsmeinung. Was würde man genau verstehen unter der grünen Biotechnologie? Die Anwendung von biotechnologischen Verfahren, um Nahrungsmittel
zu erzeugen oder in der Pflanzen, im Pflanzenanbau. Und das ist halt immer so das Thema, die Frage, das eine, was man damit erzielen will, aber das andere ist immer die Frage der Kontrollierbarkeit. Mhm. Das war ja bei mir früher auch mit der Atomindustrie schon so. Die Frage, kann ich das halt kontrollieren? Das eine ist, wie es im Alltag funktioniert, schön. Und ich erinnere mich an meinen Prof damals, der dann später zum Max-Planck-Institut gegangen ist, super junger, super fähiger Professor eben für Pflanzenbiotechnologie, der aber dann auch gesagt hat, Leute, seien wir ehrlich, das ist Trial and Error. Also wir tun so, als wäre das jetzt alles so super geplant und wir wüssten genau, was passiert. Mhm. Und das ist ein Ding, wenn man das unter Laborbedingungen macht, wenn man es dann kontrollieren kann. Aber in der freien Wildbahn finde ich das nach wie vor falsch. Du hast ja in Münster studiert, hast noch Kontakt zu der alten Truppe? So irgendwie Alumni-Kreis der Münsteraner oder irgendwie sowas? Also ich fühle mich immer sowohl der Uni sehr verbunden, nach wie vor auch. Habe eben auch zu einigen jetzt aus der Kommilitonenzeit und eben auch dann aus der Promotionszeit später immer noch auch Kontakt. Wie das so ist, also ich habe das Glück für mich, dass ich aus jeder Lebensphase eigentlich ein paar gute und sehr gute Freunde und Freundinnen auch wirklich mitgenommen habe. Und das ist halt schön. Aber ist eher so ein persönliches Netzwerk oder gibt es da in Münster irgendwie so Alumni-Strukturen oder dass die Uni das unterstützen würde? Gibt es natürlich in Münster auch. Also es gibt sowohl einmal für die ganze Uni, es gibt ja mehrere Universitäten und auch Hochschulen in Münster, aber gerade jetzt für die WWU, an der ich auch studiert habe, gibt es Alumnium, die ehemaligen Vereinigungen. Gibt dann eben auch noch zum Teil von dem Institut, an dem ich promoviert habe, gibt es noch so Beziehungen und so. Deswegen gibt es da mehrere Strukturen, die ich auch schön finde und auch gut finde, dass es so Möglichkeiten gibt. Du hast ja einen ganz guten internationalen Blick. Ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist aber so dieses Alumni-Netzwerk-Thema durchaus ein bisschen schwach, wenn man so an Ivy League denkt. Da ist ja das Wesentliche, das Netzwerk. Und das Studieren haben wir manchmal eine 1 und 2 dran. Ja, und das ist definitiv so, aber ich glaube, das ist in Deutschland auch ein bisschen, das hat dann immer diesen Beigeschmack von Geklüngel. Das hat dieses, da wird jemand bevorzugt, der es nicht haben darf. Und ich glaube, die Mischung zusammen mit dem sehr in Deutschland auch sehr schwierigen Eliten und selbsterklärte Elite und so weiter Thema, macht das, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Ich finde immer, und das geht mir auch in der Firma so, natürlich gucke ich mir dann vielleicht auch für offene Positionen Kandidatinnen und Kandidaten an, die ich kenne, wenn ich von denen viel halte. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Die Frage ist halt, ne, ich muss dann halt hinterher begründen können, dass die Tatsache, dass ich den zufällig kenne, nicht dazu geführt hat, dass ich jetzt den oder die halt eingestellt habe, sondern eben halt damit nur eine Bewerbung möglich war. Du sagst selbst von dir, dass du nicht so spezielle Hobbys hast. Wir haben trotzdem 2 gefunden. Und dem ersten nähern wir uns mal. Ja, da habe ich gedacht, nähern wir uns mit einer Zuschauerfrage. Und zwar haben wir was von Uwe bekommen. Hallo Clive. Ich hatte hier mit meiner Familie diskutiert. Die haben gemeint, ich sollte dich fragen, warum du eigentlich seit 8 Jahren mit mir Badminton spielst, obwohl du eigentlich nie gewinnst. Jetzt fangen wir mal an. Wer ist eigentlich der Uwe? Wer ist eigentlich der Uwe? Zweiten Mal gesehen. Der Uwe ist ein sehr lieber Freund von mir und mittlerweile auch Nachbar. Also er wohnt 3 Häuser weiter mittlerweile, weil wir sozusagen in seine Straße gezogen sind. Der zufällig auch der Cousin einer sehr guten Freundin so aus der Kinderfamiliengruppe ist. Und so Blind Date-mäßig eben vor 8, 9 Jahren, kurz nachdem wir nach Friedberg damals gezogen sind, die besagte Freundin, seine Cousine, gesagt hat, ja hier, also ich habe da einen Cousin und der könnte eigentlich auch mal was tun und so. Vielleicht habt ihr ja Bock zusammen mal Badminton zu spielen. Oh, Badminton finde ich cool und so, gerne. Und Uwe ist ungefähr 10 Jahre älter. Ich sag mal jetzt sonst nichts, Uwe, ne? Du weißt schon. Und da habe ich gedacht, ja, das geht klar, schon, also auch wenn ich weiß, dass ich nicht gut Badminton spiele. Und in der Tat, also seit 8 Jahren, das ist schmerzhaft. Ich habe das Gefühl, ich komme langsam ran. In letzter Zeit kommen dann halt immer auch mal ganz passend irgendwie, dass der Ellbogen oder irgendwie so oder dann abgebrochen werden muss. Also da habe ich langsam meine Zweifel, aber gut. Okay. Vielleicht kurz für die Zuschauer. Manchmal versuchen wir für die Zuschauerfragen auch ein bisschen im persönlichen Netzwerk zu stochern, der Gäste, weil der eine oder andere persönliche Bekannte natürlich ganz andere Fragen stellen kann. Oh, klappt ja ganz gut, ja. Wie man so sieht. Das war das erste Hobby. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch was gefunden. Nämlich, du bist Hobby-Worte-Erfinder. Stichwort, was ist eigentlich Spazifonieren? Ja, in der Tat präge ich gerne Worte und Namen. Spazifonieren, was ich sehr viel mache in der Pandemie, ist eben gehen. Hatten es schon. Zu Fuß, genau. Gehen. Und da ich aber einfach beruflich halt unheimlich viel Gespräche und Videokonferenzen und so habe, führt das dazu, dass ich oft halt wirklich sonst 10, 12 Stunden halt vor dem Computer sitze. Und da habe ich mir gedacht, da muss was gegen gehen.
und habe dann angefangen zu sagen, okay, ich nehme das zumindest mit nach draußen. Und habe dann halt, ich finde, Spazieren hat ja immer sowas von Bummeln und so, das ist jetzt nicht so meine Baustelle, aber alles andere wird dem auch nicht gerecht. Deswegen habe ich dann gesagt, irgendwie muss ich es zumindest anpassen. Und was ich in der Tat fast immer dabei mache und oft auch nachts, ist dann halt zu telefonieren. Und deswegen habe ich dann immer gesagt, okay, das ist eigentlich, ich nenne es mal Spazifonieren, weil das halt die Kombination ist. Haben wir auch wieder was gelernt. Wir wollen eine Runde spielen. Entweder oder steht an. Du kennst das bestimmt. 150.000 Antwortpärchen warten auf unseren Gast. Wir haben eine kleine Auswahl gemacht für dich und würden dich damit jetzt belästigen. Und wir würden darum bitten, dass du schnell und knackig antwortest. Und du hast 3 Joker. Das ist immer großzügig. 3-mal kannst du kneifen. Das sind mehr Karten eigentlich. Ja. Aber leider keine Verhandlungssache. Also 3-mal kannst du kneifen. Und Matze schießt los. Clive kneift. Clive kneift. Heißt das Spiel? Nein, nein, nicht. Du musst zackig antworten, das ist das Wichtigste. Hagen oder Münster? Münster. Studieren oder probieren? Probieren. Stadt oder Land? Land. Pop oder Elektro? Pop. Elektro oder Benzin? Elektro. Afrika oder Asien? Afrika. Asiatisch oder Italienisch? Italienisch. Beethoven oder Mozart? Beethoven. Mozartkugeln oder Gummibärchen? Mozartkugeln. Gesundheit oder Reichtum? Gesundheit. Formal oder lässig? Lässig. Fußball oder Formel 1? Fußball. Bar oder mit Karte? Mit Karte. Ansgar? Aufstehen oder noch 5 Minuten? Definitiv noch 5 Minuten. Neubau oder Altbau? Können wir beantworten. Altbau. Mieten oder kaufen? Kaufen. Android oder iPhone? iPhone. WhatsApp oder Threema? Beides. Regional oder Bio? Bio. Bio oder Chemie? Chemie. Krimi oder Sachbuch? Krimi. Hörbuch oder Buch? Buch. Buch oder E-Book? Buch. Glaube oder Wissenschaft? Wissenschaft. Guinness oder Pilz? Pilz. Gute Antwort, freut sich der Sponsor. Privat oder gesetzlich? Gesetzlich. Wir sind durch. Super. Ein Joker. Das war harmlos. Cool. Afrika? Was willst du zu Afrika sagen? Ich finde, ich war nur in Südafrika bislang und Ägypten, aber finde Afrika unglaublich spannend und unglaublich tragisch und unglaublich nah an Europa auch irgendwie und trotzdem so unbekannt. Also ich finde es einfach in der Kombination unglaublich faszinierend und ganz schwierig auch zu sagen, jetzt gerade aus der bequemen europäischen Brille, ne, was kennen auch viele eigentlich nicht. Also sind wir gerade dran, muss man ehrlich sagen. Genau, also hat man irgendwie, und ist ja eigentlich echt auch nur Katzensprung. Ne? Also wo fliegen die Leute überall hin? Aber mal Nordafrika sich angucken, Marokko und so, da hört es bei den meisten dann schon auf. Und dann kennen sie da ein bisschen was. In Ägypten waren viele nochmal und dann in Südafrika. Aber so Zentralafrika oder sowas, wer kennt das denn? In der Tat, und ich kenne ein paar Leute, mein Chef zum Beispiel, der eine Zeit lang auch in Afrika gelebt hat, wirklich, ein paar. Ist aber halt auch wirklich schwierig, weil für mich so auch die Frage ist, also so dieses Bild, ich fahre da jetzt hin, so in kurzen Hosen und Kniestrümpfen und mit einem Tropenhelm und sag so hier, wo ist der Elefant? Genau, wo ist der Elefant? Also ist halt wirklich auch schwierig. Und in der Tat, also ich meine, natürlich gucken wir auch auf Asien sehr holzschnittartig. Klar, aber das ist, glaube ich, trotzdem und natürlich auch businessmäßig typischerweise heute einfach noch mal näher dran als Afrika. Kommen wir mal zur Gegenwart, deiner beruflichen Gegenwart und Fresenius. Was fangen wir mal so an, vielleicht, was ist genau dein Job heute? Genau, mein Job ist dafür zu sorgen, dass wir ich arbeite in der Entwicklungsabteilung für die Zentrumsdialyse, die vorhin schon angesprochen wurde, die globale Strategie machen und darauf gucken, also mein Team auch darauf guckt, wie passen verschiedene Produkte und Produktteile zusammen. Also es gibt ja die Dialysemaschine, dann gibt es den sogenannten Dialysator, der eigentlich die künstliche Niere ist, das Hauptprodukt, Schlauchsysteme, Lösungen, IT-Systeme und so weiter, unheimlich viele Dinge, die da drumherum kommen. Und mein Team ist dafür zuständig, darauf zu gucken, wie passen die Sachen eigentlich zusammen und worauf müssen wir auch achten, wenn die Sachen zusammenpassen. Und das eben auf die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Du bist ja seit 10 Jahren schon bei Fresenius und hast verschiedene Stationen da auch durchgemacht. Zu dem Thema haben wir eine ganz besondere Zuschauerfrage. Da musst du uns nachher auch erzählen, wer das wohl sein könnte. Okay. Wir verraten es jetzt mal. Wir verraten es ausnahmsweise mal. Backlife, du konntest ja vor kurzem dein 10-jähriges Jubiläum bei Fresenius feiern.
Im Rahmen dieser 10 Jahre bei Fresenius warst du ja auch 2 Jahre mal in Boston. Und hier würde mich interessieren, welche Bedeutung diese Zeit für dich ganz persönlich, aber auch beruflich hat. Das ist die Alex. Genau. Die Alex ist super. Die Alex ist, sind wir auch. ist die Assistenz meines Chefs. Und ich würde mal so sagen, hat mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und ist auch einfach die alles zusammenhält bei uns im Bereich. Das ist ein wichtiger Netzwerkknotenpunkt, kann man das so sagen? Absolut, aber hundertprozentig. Jetzt hat er Sie gefragt nach Boston. Ja, ich war in der Tat mit der Firma in meinem vorhergehenden Job hauptsächlich in Boston, mit der Familie 2 Jahre. Insgesamt war ich 3 Jahre da. War eine super spannende Zeit auf ganz vielen Ebenen. Beruflich ein super spannendes Projekt, für das ich verantwortlich war. Auch unheimlich viel gelernt. Auch so ein bisschen Brückenkopf in Anführungsstrichen für die Entwicklungsabteilung, weil wir zu dem Zeitpunkt, als ich hingegangen bin, eigentlich vor Ort noch keine wirkliche Präsenz hatten, obwohl das unsere Nordamerika Hauptquartier sozusagen ist. Und wir ja ungefähr 3/4 unseres Umsatzes in den USA machen. Also USA ist absolut der Markt traditionell für uns. Aber auch als Familie. Ganz spannende Zeit, ganz tolle Zeit. Haben ganz tolle Erfahrungen gehabt. Auch eine super, also Boston, tolle Gegend, die ganz viel zu bieten hat. Und für uns als Familie auch ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Schön. Wie alt sind deine Kids? Vielleicht magst du das? Sie sind 8 und 10. Ja. Und das ist jetzt eben sind jetzt 3 Jahre wieder hier. Ja, ziemlich genau. Das war eine spannende Zeit für die, ne? Genau, für die total spannend. Und es war auch spannend, weil zumal gerade unsere Tochter, die Jüngere, hat einige Worte halt erst im Englischen gelernt. Das war dann total spannend, weil die kannte natürlich das deutsche Wort dazu gar nicht. Und es war auch spannend, was sie als erste englische, die ersten englischen Sätze, die sie mitgebracht haben. Sit on your spot. Get back in line. Das waren die ersten Sätze, die unsere Tochter interessant so. Klingt so deutsch. Also, ja. So, jetzt wollen wir nochmal abbiegen in Richtung Dialyse und vorher unser Wissen einmal auffrischen. Dialyse, was ist das überhaupt? Wie sieht das mit der Niere aus? Und was steckt da so alles drin und dran? Und dafür haben wir uns bedient bei einem Film zum Thema Niere und Dialyse. Haben wir einen kleinen Ausschnitt rausgebastelt. Und wenn wir dann verstanden haben, was Niere ist, dann würden wir gerne überschwenken auf die Dialyse. Und da kommst du dann wieder ins Spiel. Ein Multitasking-Experte, der in Ihrem Körper sitzt und das gleich 2-mal? Ganz klar. Es sind die Nieren. Und für den Menschen sind sie überlebenswichtig. Denn die Nieren sind kleine biologische Wunderwerke. Sie bilden Urin und scheiden dadurch überschüssiges Wasser und Giftstoffe aus, produzieren Hormone, regulieren den Mineralhaushalt und Blutdruck, bilden Vitamin D und erhalten das Säure-Base-Gleichgewicht. Innerhalb eines Tages reinigen diese Alleskönner das gesamte Blut rund 300 Mal. Problematisch wird es allerdings, wenn sie krank werden oder ganz versagen. Abfallprodukte des Stoffwechsels und überschüssiges Wasser können dann nicht mehr aus dem Blut gefiltert werden. Ja, jetzt haben wir verstanden, nochmal so kurzer Recap, was ist eigentlich nochmal die Niere? Kannst du uns jetzt mal einmal kurz auf die Reise nehmen, was passiert da dann eigentlich, wenn ein akutes Nierenversagen da ist und der Arzt kommt und sagt, wir müssen über Dialyse sprechen? Also es gibt schon die Unterscheidung zwischen akutem Nierenversagen und chronischem Nierenversagen. Also typischerweise, der Bereich, für den ich zuständig bin, ist eben der des chronischen Nierenversagens. Das entwickelt sich üblicherweise über eine lange Zeit und oft aber halt auch von den Patienten wirklich unbemerkt. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem die Nieren halt nicht mehr mithalten können und eben genau dieses Gespräch kommt. Und in der Situation gibt es dann eine Handvoll von Möglichkeiten. Im Wesentlichen sind das eben Dialyse oder Transplantation. Und da, wie wir alle wissen, leider bei weitem nicht genug Menschen bereit sind, eben ihre Organe auch zu spenden, ist klar, dass selbst wenn es einen Treffer geben könnte, was ja nicht so ganz einfach ist, überhaupt da ein Match im Potenziellen zu finden als Spenderorgan, dass es einfach nicht, also für nur einen Bruchteil der Patientinnen und Patienten überhaupt möglich ist. Und dann kommt eben die Dialyse ins Spiel und dann geht die erste Diskussion los, zu sagen, okay, was gibt es eigentlich, was heißt das für den Patienten, die Patientin? Was gibt es für Verfahren, was gibt es für Möglichkeiten? Heimdialyse, die Inzentrumsdialyse, wie wir sie typischerweise nennen. Das ist das, was wir hier sehen, ne? Die Inzentrums. Genau, das, was wir jetzt hier sehen. Das ist auch das, was die Mehrheit aller Patienten macht. Also weltweit knapp 90% der chronischen Dialyseverfahren sind Zentrumsdialysen. Interessanterweise ist das halt sehr unterschiedlich zu dem, was Menschen, die selbst in der Dialyse arbeiten, sagen würden, was sie machen würden. Hat aber eben auch, also es gibt
ist ein unheimlich komplexes Thema, weil es eben von der Frage nach psychosozialen Situationen über formale Fragen, habe ich den Platz, kann ich das machen, bin ich überhaupt noch von der Agilität, also der physischen Agilität und der mentalen Agilität auch in der Lage, das zu machen. Also es hat ganz viele Facetten dazu. Und deswegen ist das Klassische ist eben die Zentrumsdialyse, Helmodialyse, wie man eben jetzt hier auch in dem Bild sieht. Reden wir mal darüber. Wir wissen jetzt, wir müssen eine Zentrumsdialyse machen als Patient. Was heißt das ganz konkret? Wie oft pro Woche bin ich denn da? Also klassischerweise dreimal. Ja. Wie lange dauert das jedes Mal? Kommt drauf an. Die eigentliche Behandlung dauert üblicherweise 4 Stunden plus. Kommt ein bisschen drauf an. In USA tendenziell ein bisschen kürzer. In Ländern wie Deutschland zum Beispiel tendenziell ein bisschen länger. Und dann hängt es halt sehr davon ab. Also es ist ganz spannend, weil es auch durchaus, je nachdem, wie die Patientenpopulation ist vor Ort, kann es deutlich abweichen. Kann auch 5 Stunden sein, kann länger sein. Und ist so der Kompromiss zwischen dem, was üblicherweise A, Patientinnen und Patienten tolerieren, also emotional und auch aus dem Tagesablauf, was die Systeme bezahlen können und wollen und halt auch irgendwie noch eben trotzdem auch ein Leben, das sicherlich deutlich Einschränkungen bietet, das muss uns auch einfach klar sein, aber trotzdem noch ein gutes Leben ermöglichen kann. Und im Kern, wir sehen es auch auf dem Bild, finde ich ganz schön, fließt das Blut an der einen Ecke in die Maschine rein und auf der anderen Ecke kommt es gewaschen wieder raus und kommt dann wieder in den Körper rein. Genau. Ist ja auch eine kritische Situation. Ja, ich meine, ich bin regelmäßiger Blutspender und habe einmal zumindest auch so eine Blutbestandteilspende gemacht. Da ist das ja genauso. Also normalerweise bei Blutspenden geht es ja nur raus. Und es kommt wieder rein, es hat ja dann eine andere Temperatur. Also wer das mal gemacht hat, ganz komisches Gefühl. Und wenn wir jetzt so an Blutspendenadeln denken oder Nadeln insgesamt und viele jetzt vielleicht als Zuschauerinnen und Zuschauer denken, kann ich nur sagen, das ist nichts im Vergleich zu einer Dialysenadel. Das ist einfach heftig. Weil der Durchmesser größer ist. Der Durchmesser ist viel größer, aber die Flüsse müssen viel höher sein. Man muss ja dann immer wieder auch an die gleiche Stelle, es muss halt auch in den Gefäßzugang ermöglicht werden, immer wieder die gleiche Stelle durchstechen, muss sich immer wieder stechen. Das ist auch eine der Hemmnisse so bei der Heimdialyse, also bei der Helmodialyse. Das ist schon heftig. Wie sieht es mit den Patienten aus? Das würde mich noch interessieren. Wir haben im Moment eine weltweite Pandemie. Das wirkt sich doch sicherlich auf eure Patienten noch aus. Ja, wirkt sich auf unsere Patienten leider dramatisch aus. Unsere Patienten sind ja von Haus aus schon eine sehr gefährdete Population. Zum einen sind sie im Durchschnitt deutlich älter als die Grundpopulation und sind dann halt schon oft auch vorgeschädigt, oft auch mit Herzproblemen, zu die einhergehen. Und dementsprechend hatten wir auch schon eine dramatische Übersterblichkeit. Also im letzten Quartal des letzten Jahres zum Beispiel mehr als 10.000 Patienten mehr gestorben, als sie normalerweise würden. Es sind natürlich unglaublich tragische Schicksale, tragische Situationen, weswegen wir halt auch die ersten waren gerade in den USA, wo das noch schneller ging, die auch in den Zentren mit die Patientinnen und Patienten geimpft haben und ja, gesagt haben, hier, das ist der einzige Weg, um überhaupt irgendwie eine Chance zu sehen, halt das im Griff zu halten. Ist das ein Luxus-Hightech-Thema? Wie sieht das in Ländern mit weniger Budget, sage ich mal, aus? Das ist eine super gute Frage. Ich finde es schwierig zu sagen, es ist ein Luxusthema. Aber natürlich ist es eine Frage der Bezahlbarkeit. Und es gibt Schätzungen, und das ist einer der Faktoren, die mich persönlich sehr antreiben. Es gibt Schätzungen, dass ungefähr auf jeden Patienten wahrscheinlich mindestens eine weitere Patientin oder Patient kommt, die eben keine Behandlung bekommt. Und dann führt das sehr schnell zum Tod und auch zu einem ziemlich tragischen Tod, also auch nicht schmerzlos und mal eben. Mhm. Und es gibt eben auch ganz tragische Geschichten, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil dann zum Teil versucht wird, noch irgendwas möglich zu machen, auch in Ländern, in denen es ganz schwer ist. Also gerade Afrika hatten wir vorhin als Stichwort, auch Indien, andere Länder natürlich. Und die ganze Familie noch zusammenlegt, versucht, was zu machen und so weiter. Dann vielleicht noch ein paar Behandlungen bezahlt kriegt irgendwie und ermöglicht kriegt und dann trotzdem verstirbt dann der Patient und die Familie hinterher dann auch noch in Armut gestürzt und so, ganz tragisch. Und wenn man dann eben sich auch mit Kolleginnen und Kollegen unterhält, die dann Geschichten erzählen von Vätern, die ihre Kinder in eine Dialyseklinik tragen die Behandlung haben wollen, in eine Dialyseklinik, die dort nur gegen Cash funktioniert und das Cash, das Geld halt nicht haben und dann der Kopf geschüttelt wird und dann die Eltern ihre Kinder wieder raustragen, unter Tränen bitten, flehen.
Das sind so Momente, wo ich, und die Diskussion habe ich viel auch mit Kolleginnen und Kollegen bei uns, die Frage, das eine ist immer besser, ja, und das ist klar. Und ja, also wenn ich jetzt Patient wäre hier, möchte ich natürlich auch die bestmögliche Therapie bekommen. Und andererseits als Konzern muss man sich aber irgendwie überlegen, okay, wie viel machen wir denn für die Ermöglichung, eben auch für andere Menschen das möglich zu machen. Und wir haben ganz spannende Projekte auch. Ich habe einige Kollegen, die sich da sehr intensiv engagieren, auch zu versuchen, zu ganz kreativen und so Lösungen zu kommen. Aber es ist halt unheimlich schwierig, weil die klassische Behandlung ist sehr komplex. Mhm. Und wenn man die einigermaßen sicher durchführen will, eben auch einfach teuer. Das heißt, es geht ja auch darum, in der Fläche das System günstiger zu machen, sodass mehr Menschen weltweit Zugang haben zu einer Dialyse. Das ist also nicht nur die Verbesserung der Dialyse an sich, Wohlbefinden und so, sondern eben auch das Vergünstigen im System. Wo siehst du denn zentrale Schwachstellen in den Prozessen? Was sind so die großen Ecken, wo du sagst, da müssen wir noch besser werden? Also ich glaube, das eine ist definitiv, ist es so, dass die Behandlung zu teuer ist. Das ist halt eine Frage, was können wir tun, um sie günstiger zu machen. Ein großer Faktor ist natürlich, wie immer, sind Lohnkosten. Mhm. Also gerade wenn man sich Länder wie USA anguckt oder auch in Europa, in vielen Ländern ist ungefähr 50% der Kosten sind Personalkosten. Ist traditionell ja das Gesundheitswesen immer noch extrem papiergebunden und sehr prozessorientiert. Das hat sich gerade in den letzten Jahren und jetzt natürlich noch mal in den letzten anderthalb Jahren entwickelt sich das dramatisch in eine gute Richtung. Aber das ist halt sicherlich einer der ganz großen Herausforderungen. Und das andere ist immer die Frage, okay, was können wir eigentlich ermöglichen und wozu sind auch Patientinnen und Patienten bereit? Weil viel hängt schon auch an den Patientinnen und Patienten selbst und wie sie sich dann, also A, könnten viele verhindern, überhaupt dialysepflichtig zu werden. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Frage des Lebenswandels dann an der Dialyse. Und da, glaube ich, geht noch viel in Richtung, Education und auch die Frage Prävention und Früherkennung und so weiter, das wird sicherlich ein ganz großes Thema auch noch dazu. Jetzt ist die Dialyse, der ausgereifte Technik, würden jetzt die Leute, die sich bei euch damit beschäftigen, vielleicht noch nicht sagen, aber es ist doch eine etablierte Technik, ja, des Blutwaschens. Das sind aber am Schluss immer noch relativ große, ich sage mal, kompakter Kühlschrank oder so, ja, Kästen, die da irgendwo in einem Raum stehen. Wann ist denn die Technologie so weit, dass wir über künstliche Nieren aus dem Drucker oder sonst was sprechen können? So der Blick nach ganz weit vorne. Ja, ich meine, so die Frage ist halt immer, wie weit vorne ist das eigentlich? Also das eine ist, es ist nicht ein kompakter Kühlschrank, es ist der klassische, würde ich sagen, der Standard-Einbau-Kühlschrank. Ich wollte charmant sein. Ja, nee, also es ist schon so, was auch seine Gründe hat. Also, und die Frage ist auch immer, geht es um die Größe eigentlich? Die Diskussion habe ich halt viel auch natürlich intern. Macht das jetzt einen Unterschied? Ne? Die Frage nach, also A, künstlichen, druckbaren Nieren und so ist sicherlich noch relativ weit weg, weil eben gerade Nieren sehr komplexe Organe sind. Jetzt im Vergleich, es gibt andere Organe, da wird das einfacher sein. Das andere ist, und da sind wir selbst auch sehr engagiert, ist da sind wir wieder beim Biotechnologie-Thema, ist Stammzelltherapie und die Frage eben dort in therapeutischen Möglichkeiten oder natürlich auch durch die Pille statt der Dialysebehandlung. Da sehe ich schon, dass das auch in nicht allzu ferner Zukunft halt wirklich noch bahnbrechende Dinge möglich sind. Hoffentlich. Toll, das ist ein schöner Blick. Es ist kaum zu fassen, wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Was treibt dich jeden Tag, diesen Job zu machen? Sind zwei Sachen. Das eine ist wirklich das Gefühl, also gerade die Frage, wie schaffen wir es als Firma, eben auch die Behandlung bezahlbarer zu machen und in Bereiche zu kommen, wo Menschen heute sterben müssen, weil es keine Möglichkeit gibt. Mhm. Das natürlich idealerweise auch unter mehr Nachhaltigkeit und so weiter, einen anderen Punkt, die mir aus anderen Teilen noch wichtig sind. Und das andere ist, dass ich einfach unglaublich dankbar bin, dass ich einen super spannenden Job habe, einen sehr sicheren Job habe, mit tollen Kolleginnen und Kollegen, manchen, die mich in den Wahnsinn treiben, wenn ich das gehört habe, ich sein darf. Ja. Das finde ich unheimlich spannend, zumal ich jetzt vielleicht an manchen Stellen auch nicht so unbedingt ganz Mainstream unterwegs bin. Es geht auch wirklich nicht jedem im Job so, ne? Ja. Nee, definitiv nicht. Ich meine, das ist halt immer wieder, es war interessant, meine Kinder haben das ganz am Anfang der Pandemie, war das mal so, als dann im Radio, als wir zur Baustelle gefahren sind und dann im Radio eben so kam, ja, und jetzt wieder Entlassungen und Kurzarbeit und so weiter. Und dann
dann eben unsere Kinder so meinten, beziehungsweise meine Mutter, Gottes Willen, Freutscher, das war vielleicht rausschneiden, ihre Mutter, also meine Frau, angesprochen haben und gesagt haben, hier, und müssen uns da jetzt auch Sorgen machen und Papa und so. Sie dann so sagte, nee, und braucht man halt jetzt im Moment noch viel mehr als überhaupt schon grundsätzlich und so weiter und müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und das aber natürlich, da merkt man auch wieder, was das für ein Privileg ist, da sich jetzt nicht tagtäglich Gedanken drum machen zu müssen. Super. Vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Wir sind am Ende der Show. Clive, ganz lieben Dank, dass du da warst. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren und vor allem bei euch da draußen. Bleibt uns treu, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, liked das Video und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, zwei sind einer zu wenig. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.